Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dishonored 2, Folge Nummer 5. Wir sind gerade entkommen aus dem Dumbwall Tower, wo ein Staatsstreich uns Übel zugerichtet hat. Wir sind jetzt bei der Megan, weiß ich nicht wie. Es war nur 2 Sekunden her, dass der Name gesagt wurde, aber egal. Und ja, wir brechen jetzt auf. Ja, bin bereit. Oh, ja, okay. Müsste sie noch in die andere Folge reinpacken können, aber egal. So, ein langer Tag in Dumbwall. Mission 1 abgeschlossen. Ja, knappe Stunde. Barmherzig, niemanden getötet. Ja, 5 Leichen entdeckt. Und 7-mal so entdeckt. Sonst noch was? Oh, nur ein Bruchteil der Münzen gefunden. Ich habe nur 433 Münzen von 1490 gefunden. Und 2 Gemälde habe ich nicht gefunden. Das ist immer eine Besonderheit in den Level. Man kann verschiedene Dinge finden, um sich dann halt zu verbessern oder eine goldene Nase zu verdienen. So, Sonderaktion habe ich auch geschafft. Reichtum des Reichs und Ramsays Schatz. Okay, fortsetzen. Kapitel 2. Ein eigenartiger Besuch. Irgendetwas stimmt nicht. Finde raus, was los ist. Okay. Fortsetzen. Noch auf Megans Schiff? So. Seltsam. Ja, wieso seltsam? Du bist doch gerade draufgegangen. Also aufs Schiff. Ja. Gibt's nichts zu tun. Blockiert. Hm. Oh. Okay. Was ist das hier? Wo bin ich? Okay. Ich fühle, wie sich etwas nähert. Beobachtet. Kaiserin Emily Caldwin. Ich bin ein Freund deines Vaters aus schlechten alten Zeiten. Ich hätte nie gedacht, dich zu treffen. Ich sah den Tod deiner Mutter durch Intriganten, die nach deinem kleinen Reich gierten. Gerettet vom maskierten Mann. Ich dachte schon, das wär's mit der Aufregung. Jemand hat dein Leben zerstört. Du hast deinen Thron und deinen Vater verloren. Und Delilah wird beides nicht so leicht hergeben. Also, was bist du nun bereit zu tun, o kaiserliche Majestät? Und stellst du es schlau genug an, ohne ein Meer von Blut zu vergießen? Das habe ich Corvo vor 15 Jahren gefragt. Dieser Moment hat ihn verändert. Nun bist du dran. Das Zeichen des Outsiders annehmen. Angebot ablehnen. Modus, keine Kräfte. Ich nehme mal das Zeichen des Outsiders an, weil sonst wird das Spiel, glaube ich, zu schwer für mich. Es brennt. Tief in mir. Es ist, als stünde ich am Rande von etwas. Alle Geschichten. Drücke L2, um dich schnell zur anvisierten Oberfläche zu ziehen. Weitreichend ist zwar hauptsächlich eine Fortbewegungsart, kann jedoch auch zum Umgang von Gegnern genutzt werden. Ziele mit den Kraft auf den Boden oder ein Gebäude vor dir, um dich schnell vorwärts zu ziehen. Oder wirke sie auf Vorsprünge, um nach oben zu schnellen. Mit Weichreitreichen kannst du dich auch durch Glas bewegen, das dabei zerspringt. Setze die Kraft im Schleichmodus ein, endet deine Bewegung ohne Schwung nach vorne. Die Mana-Kosten wird für die Kraft sind gering
sodass du selbst dann die Kraft einsetzen kannst, wenn du keine Elixiere mehr besitzt, da sich dein Mana-Vorrat von selbst wieder auffüllt. Mit der Verbesserung von Kraft verändern sich zum Teil ihre grundlegende Funktionsweise, Verlangsamung. Wenn du fällst, wird die Zeit verlangsamt, während du mit weitreichend zielst. Objekte ziehen, ziehe Objekte zu dir und fangen sie auf, während sie in der Luft sind. Okay. Gegner ziehen, ziehe Gegner zu dir und töte sie oder setze sie außer Gefecht, während sie in der Luft sind. Okay. Sie sind wahr. Dann setze ich das mal ein. Unglaublich. Cool. Um. So werde ich Vater retten und meinen Thron zurückerobern. Koro. In Marmor eingebettet. Das. Ja, den netten Typen, den wir eben im Haus gefunden haben. Dem Echo meiner selbst. Tut es gut, dass du hier bist. Mutter, du bist hier. Und doch nicht. In meiner Hand. Doch woanders. Nur ein Relikt meiner Essenz, die noch bei dir weilt. Wie sehr ich mich danach sehne, dich in meine Arme nehmen zu können. Doch höre mein Angebot. Geschenk und Fluch zugleich. Rufe mich zu deiner Hand und ich werde dich führen. Das Herz. Das Herz. Wenn du das Herz in die linke Hand nimmst, kannst du Knochenartefakte und Runen aufspüren. Das Herz schlägt schneller und leuchtet auf, wenn ein Knochenartefakt oder eine Rune in der Nähe ist. Und schlägt schneller, je näher du kommst. Das Herz flüstert dir Geheimnisse zu. Wenn du an bestimmten Orten L2 drückst und oder eine Person anblickst. Okay, benutze das Herz, um die Rune zu sehen. Um 75 Meter. Markieren. Also, ja. Ups, oh, das hier ist das Ausrüstungsmenü nochmal. Habe ich noch nie gezeigt, aber jetzt sieht man es. So. Ich kann nämlich nicht beides gleichzeitig in der Hand haben. Na gut, Rune ist immer noch markiert. Da ist er. Wer ist Delilah wirklich? Wie konnte sie? Ich verstehe es nicht. Ich auch noch nicht. Outsider schreiben. Nehmen. Kaum jemand ist so wie Delilah. Ich habe sie aus Blut und Dreck emporsteigen sehen, bis sie schließlich von den weisesten Gelehrten des Reiches stehlen konnte. Ehrgeiz und Überleben, Kunst und Magie. Mit einer Raffinesse, die alle um sie zu kriechern macht. Das Ende hast du ja im Dunwall Tower selbst erlebt. Delilah spielt ein langes Spiel. Sie hat jede erdenkliche Qual erlitten. Und hat nun eine Krone. Aber ich verrate dir was. Sie hat etwas wesentlich Größeres im Blick. Kapitel 2. Dreadful Whale. Triff dich mit Megan Foster und besprich dein Vorgehen. Fahr danach mit dem Beiboot nach Kanaka.
Okay, das war abgefahren. Aber den Outsider kennt man schon aus dem... Wer den ersten Teil gespielt hat, kennt den Outsider. Als ich 10 Jahre alt war, habe ich mich im Unterricht gelangweilt und von Schwertkämpfen und der Seefahrt geträumt. Jetzt erkenne ich, dass die Welt noch seltsamer ist, als ich gedacht hätte. Alles Vertraute wurde auf den Kopf gedreht. Aber ich werde das schon durchstehen. Auf der juwelenbesetzten Karte im Dunwall Tower ist Karnaca der südlichste Hafen des Reichs. Ein dicker, roter Rubin. So habe ich es mir gemerkt. Von nahem riecht die Stadt nach dem Ozean und fremden Gewürzen. Von nahem ist sie ein Sumpf aus Blut und Ehrgeiz. Die Heimat meines Vaters. Megan Foster ist eine Fremde, aber aus einem unbestimmten Grund will ich ihr trotz ihrer zurückhaltenden Art vertrauen. Sie hat mir geholfen und ich brauche Antworten. Delilah und der Herzog stellen mich als Mörderin hin und lassen meine politischen Feinde vom Kronmeuchler töten. Sie haben mir alles genommen und ich hol's mir zurück. Jawohl. Da sind wir wieder auf dem Schiff. Brief von Emily. Wellman, inzwischen hast du sicher vom Staatsstreich in Dunwall gehört. Keine Sorge, ich bin in Sicherheit und verstecke mich weit weg bei Freunden. Ich flehe dich an, geh kein Risiko ein und kehre nicht nach Crystal zurück. Bleib in Morley. Du kannst nichts gegen Delilah ausrichten. Ich habe zwar noch keinen festen Plan, aber du weißt, wie gut ich in verzweifelten Situationen improvisieren kann. Erinnerst du dich, wie ich mit ungerührter Miene dem Bericht des Wachoffiziers angehört habe, während ich ohne Hose hinter meinem Schreibtisch saß? Okay. Wenn ich das überlebt habe, werde ich auch das hier schaffen. Fürs Erste muss ich den Kopf unten halten und alleine handeln. Vertrau mir. Wir werden uns wiedersehen, versprochen. Emily. Reiseprotokoll schreiben. Ein langer Tag in Dunwall. Okay, hier ist nochmal alles, glaube ich, zusammengefasst. Ich lese das nicht vor, es ist einfach zu viel. Immer auf Pause drücken, falls man das lesen möchte. Wenn nicht, dann nicht. So, am Rande der Welt. Das ist nichts. Nein. Oh. Okay. Alles wieder normal zu sein. Yay. Immer ein super Feature in Spielen. Wasser hinauf drin. Armbrust nehmen. Begrenzte Mittel. Es ist kein Palast. Aber mehr Münzen konnte ich nicht zusammenkratzen. Anton und ich mussten mit wenig Geld auskommen. Und das gilt nun auch für sie. Wenn sie nicht unter ihrer Würde ist, sollten sie alle Wertsachen einsammeln, die sie finden. Wir brauchen Munition und Ressourcen, um die Drahtzieher des Staatsstreichs zu Fall zu bringen. In der ganzen Stadt sind Schwarzmarktläden versteckt. Suchen Sie nach einem Symbol, das 2 Hände darstellt. Es bedeutet, dass ein Laden in der Nähe ist. Die Zeichen werden Sie leiten. Natürlich ist es verboten, dort einzukaufen. Aber Sie verbessern damit Ihre Chancen gegen die Truppen des Herzogs. Sokolov hat an dieser Armbrust gearbeitet. Ein Geschenk für Sie. Wenn Sie sie modifizieren wollen, können Ihnen die Läden auch bei diesen helfen. Blah. Megan. Okay. Stylisch. Optional.
Wartungsarbeiten. Alles repariert, was in Antons Kabine bei seiner Entführung zu Bruch gegangen ist. Ist nun eine Woche her. Nein, streich das. Erst wenn ich ihn zurückgeholt habe. Als Glaubensbeweis, dass er zurückkommt. Tür zum Lager freigeräumt. Scheint was umgekippt zu sein. Und ich sollte das Zeug da drin mal verkaufen, um mein Geld heranzukommen. Hafensteuern und in die andere Richtung schauen, Gebühr der verdammten Garde zahlen, bevor sie mehr über meine Passagiere wissen wollen. Mach ich, wenn ich das Geld habe. So. Optional. Gucken uns kurz. Das war falsch. Genau. Unsere Ziele. Dreadful Whale. Trifft dich mit Megan Foster. Optional, finde den Schwarzhändler. Optional, räume die Tür zum Lager frei. Okay. Das Lagerraum. Tür blockiert. Okay. Gut. Mission nicht erfüllt. Schade. Vielleicht kann man da ja später nochmal rein. Der alte Sack. Was für ein Dreck. Zurück in die Stadt. Wie hätten wir es damals gemacht? Schatten und scharfes Metall ganz genau. So, dann sprechen wir mal mit Megan Foster. Na gut, manches haben sie erklärt. Doch was wollten sie und Sokolov hier? Der Alte liebt Kanaka. Aber er bekam Wind von einer Intrige um den Kronenmeuchler. Er wollte Corvo warnen. Wir hörten von wachsendem Unfrieden, Korruption, Straßengewalt. Ich habe es kaum beachtet. Normalerweise kümmert sich die Obrigkeit um solche Dinge. Der neue Herzog ließ die Dinge schleifen. Aber Sokolov hielt ihn für den Kopf der Intrige. Er war schockiert. Und wenn Sie seine Geschichte kennen, dann wissen Sie, was das heißt. Wir wollten sofort nach Dunwall. Aber es ist was passiert. Der Kronenmeuchler. Ja, die Luke klappte auf und Sokolov schrie. Ich habe nur kurz etwas gesehen, das ihn übers Deck gezerrt hat. Ich bin ihnen nach, soweit es ging, zum Erdemeyer-Institut. Von der Alchemistin Hypatia. Vielleicht benutzt der Herzog einen Patienten, den Kronenmeuchler. Erdemeyer. Na gut, sehe ich mir an. Der Kronenmeuchler muss eliminiert werden und wenn die Alchemistin kooperiert, finde ich vielleicht etwas über Sokolov heraus. Mit viel Glück. Bei meinem Glück wäre Sokolov so gut wie tot. Wenn Sie im Institut fertig sind, erledigen Sie den Wachturm. Dann kann ich mit dem Beiboot kommen. Wir nehmen das Beiboot, wenn Sie bereit sind. Okay. Also müssen wir jetzt nach Admire Institut. Vielleicht mit der Kronenmeuchlerin zu reden. Oder sie wenigstens zu finden. Shinderays Geschenk, eine Studie von Amora Clipswitch. Ja, das. Ja, kann man sich auch durchlesen. Also ich lese jetzt nicht alles vor. Was gibt's hier noch? Armbrustbolzen, Schraubstock. Immer basteln, malen oder das Leben genießen. Das ist Sokolov. Ich glaube, ich mache mal direkt mit der Mission weiter. Man kann sich ja noch später auf dem Schiff umgucken, was da noch so ist. Bye, bye.
U-Boot benutzen. Soll ich sie jetzt im Hafen absetzen? Ich bin dafür bereit. Auf in die Stadt, in der mein Vater groß geworden ist. Dann nichts wie ab. Ich darf nicht erkannt werden. Am Rande der Welt. Finde die Ellemeyer Station und nimm einen Wagen zum Ellemeyer Institut. Dies ist deine heißeste Spur, um den Kronmeuchler aufzuspüren. Ja, dann müssen wir wohl erstmal durch den Hafen durch. Laden, laden. Ja, manchmal dauert's. Ah, endlich. Fortsetzen. Nach Eldermeyer geht es nicht per Boot. Es ist zu gut gesichert. Die Garde hat da einen Wachturm. Gehen Sie landeinwärts und nehmen Sie die Bahn. Der alte Herzog von Cerkonos hat Kanaka jahrzehntelang aufgebaut. Herzog Luca Abele hat die Stadt dann in absoluter Rekordzeit geschröpft. Mit Orgien und Festen. Scheinen hier mehr Spaß zu haben als in Dunwall. Geben Sie Acht auf dem Weg nach Eldermeyer. Der Herzog hat die Stadt der Garde übertragen. Sie greift Fremde sofort an. Ich pass auf mich auf. Hier sieht's ganz gut aus. Im Eldermeyer vernichten Sie den Kronmeuchler und forschen nach Sokolov. Alchemistin Hypatia wird Ihnen helfen. Sokolov mag sie. Dann bis später beim Eldermeyer. Warten Sie nur mit dem Boot, bis ich den Wachturm ausgeschaltet habe. Ja. Ziel erreicht. Chaosfaktor. Deine Taten beeinflussen deine Umgebung. Je mehr du tötest, desto zynischer werden Emily und Corvo und ihre Verbündeten. Zu viele Tode führen zu einem schlimmeren Blutfliegenbefall und einem düsteren Ende der Handlung. Wie gesagt, deswegen versuche ich auch, das gute Ende zu erreichen, indem ich so gut wie niemanden töte, sondern immer versuche, die Alternative zu finden. Aber ich muss jetzt leider die Aufnahme beenden, weil ich habe jetzt gleich Feierabend. Das war jetzt die 5. Folge und wir sehen uns dann in der 6. Folge dann wieder. Mit neuen Elan. Ich bin Timo und ciao.